War jetzt natürlich nicht ideal, was das Holz angeht. Aber so können wir uns immerhin erstmal ein Bettchen basteln. Die Nacht lang schlafen. Na, da wird der Creeper da oben immer noch rumhocken. Müssen wir dann gleich aufpassen, wenn wir rausgehen. Guten Morgen. Und dann basteln wir uns hier erstmal ein bisschen Eisenkram, weil da haben wir, glaube ich, noch genug Holz. Ja. So. Zack. Zack, zack. Eisenschwert. Eisenpickaxe. Und dann noch einen Eisenbrustpanzer. Um erstmal so ein bisschen was abzuhalten. Oh, sehen wir krass aus. So. Und dann gehen wir mal auf den Creeper. Was ich finde, was Minecraft noch einführen könnte, wäre bei der Rüstung anzuzeigen, wie viel Rüstungsschutz so ein Teil gibt. Ein Zombie? War das nicht ein Creeper? Erstmal weg von da. Okay, da ist noch eine Spinne. Gibt Erfahrung und Federn. Und Strings meine ich. Strings sind immer gut für einen Bogen. Die Pfeile nehmen wir auch mit. So. Mit dem Eisenzeug sind solche Sachen schon kein Problem mehr für uns. Und dann nehmen wir hier den Baum mit. Und die erste Folge kann ich jetzt auch schon mal verkünden. Haben wir geschafft. Sehr schön. Freut mich, dass wir diesmal schon zwei Folgen aushalten. Ich schaue mich trotzdem nochmal zur Sicherheit um. Nicht, dass gleich noch ein Creeper von irgendwo herkommt. Und sich denkt, dass er dann mal schön in unserem Gesicht explodieren kann. So. Und dann gehen wir wieder nach unten. Bisschen Fleisch haben wir ja noch. So. Was habe ich jetzt? Achso, ich habe noch einen Baum gefällt. Ja. Eisen haben wir hier auch nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich hatte doch irgendwas im Kopf. Egal. Werkbank kommt mit. Zack, Ofen kommt mit. Zack, und dann gehen wir weiter nach unten. Und hängen hier noch eine Fackel an. So. Viel Eisen haben wir noch? Zwei Stück. Schade. Hätte mir gern noch ein bisschen mehr Rüstung gemacht. Höhe 20. Sechzehn, 15, 14. Da ist dann noch mal Eisen. Sehr schön. Und nochmal Kohle auf Höhe 12. Einen gehen wir noch tiefer und dann wird da gestrippmined. Yippie. So, da war doch noch mehr Kohle, oder? Offenbar nicht. Gut, dann gehen wir noch einen runter.
Zack, Höhe 11. Sehr schön. Dann haben wir ja hier sogar ein bisschen Platz, eine kleine Base. Können da ja auch die Werkbank und den Ofen aufstellen. Wir können uns noch einen kleinen Ofen craften. Weil mehr brauchen wir jetzt erstmal auch noch nicht. Kannst mal dahin. So. Dann haben wir hier nochmal 24 Holz. Damit können wir uns eine Doppelkiste machen. Eine Doppelkiste, eine normale Kiste reicht erstmal. Um so ein bisschen den. Ach, das geht ja gar nicht. Kiste, Kiste, Kiste. Dahin. Zack. Was haben wir denn da an Kram, was wir jetzt erstmal nicht brauchen? Das und das und das. So. Dann haben wir hier derbe viel Bruchstein. Einen nehmen wir aber mit. Gut, so. Dann. Zack, zack. So und so. Dann kann das hier mal braten. Die Federn können da auch erstmal rein. Und dann wird hier gestripmined. Können die Koordinaten auch mal wieder ausblenden. So. Wo habe ich denn die Fackeln hingepackt? Packe ich mal hier hin. Komme ich da schneller ran? Redstone? Yeah. Kann vielleicht eine coole Monsterfalle mal mitbauen. So. Da hinten ist Gold, sehr schön. Wow, cool, ist sogar schon ein Goldapfel quasi. Und dann noch Lapis. Das geht hier ja schon mal gut los. Oh, Lapis Lazuli hat einfach die ganz normale Standardtextur. So, wie sieht's denn hier aus? Das ist fertig. Dann kann da ja das halbe Gold rein. Das ist auch fertig. Dann kann ja da auch nochmal das Gold rein. 7 Eisen heißt noch eine Hose. Zack. Gut. Dann geht's hier weiter. Redstone mitnehmen wegen Leveln. Und wenn man so hoch baut, dann auch immer eine Fackel setzen, damit die nicht plötzlich Monster spawnen. Gut. Nochmal Kohle. Am Anfang immer Kohle mitnehmen, ne? Das ist ja jedem hier klar. Aber ich finde es echt so übertrieben, wie viel Kohle an einem Haufen ist. Jedes Mal wieder wundere ich mich darüber. Oh, und ich habe gerade kein Eisen für eine neue Spitzhacke. Naja, Wayne. Gut, dann. So. Okay. Ich finde, ich habe dann jetzt erstmal genug aufgenommen und würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Nicht in der nächsten Folge, sondern in der nächsten Aufnahme, denke ich mal. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss. Zurück zu Minecraft
Musik richtig einstellen. Wir haben heute das Dandelion Texture Pack drin und spielen jetzt auch auf dem Snapshot von der 1.9. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, was wir denn hier so alles haben. Zum Beispiel Gold. Schön, da hätten wir jetzt quasi schon einen Goldapfel. So. Eisenmaterial haben wir. Wir haben auch schon ein bisschen Rüstung. Wie viel Eisen haben wir da noch? 2 Stück. Das reicht nicht. Dann auf welcher Höhe sind wir denn hier? Die Musik ist echt ein bisschen laut, ne? Muss mal ganz kurz. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht abbricht. Nö. Gut. Dann hier einmal die Musik leiser stellen. Sehr schön. So. Bin ich einmal ganz kurz raus aus dem Vollbildmodus und jetzt wieder rein. So. Auf dieser Höhe suchen wir also nach Diamanten. Okay. Was ist das? Das ist Redstone. Interessant. Okay. Nehmen wir natürlich erstmal mit wegen den Leveln. Sieht noch ein bisschen ungewohnt aus, ne? Die Spitzhacke auf der linken Seite. Ach ja, und cool, wir können jetzt hier. Zack. Nice. Oh, das war die Spitzhacke. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass die schon so kaputt ist. Aber wir haben jetzt zum Glück genau 3 Eisen. So. Immer schön munter hier alles mitnehmen. Ich mag dieses Lied irgendwie. Redstone habe ich ja eigentlich tatsächlich. Hätte ich mir davor nicht irgendwo einen Mülleimer gebastelt? Ne, dann war das woanders. Smaragd ist das, ne? Kurz gedacht, das könnte ein Diamant sein. So. Ich habe ja die Koordinaten noch geöffnet. So. Und immer schön für Licht sorgen. Das ist natürlich leider auch nicht so spannend, wenn man so Folgen, in denen nur gefarmt wird. Ich hoffe, dass wir vielleicht bald auf eine Höhle stoßen. Dann sieht das Ganze ja schon wieder ganz anders aus. Und so wie das da nach Monstern klingt, kann das gut sein, dass wir auch gleich auf eine Höhle stoßen.